Ey, das ist der Wahnsinn. Ich kann tatsächlich, also wenn ihr mir zuschaut, ich weiß, Leute, ihr denkt auch, oh mein Gott, was fährt der Rave hier eine Scheiße zusammen, aber die Leute, die von mir Forza Motorsport 5 verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich ganz gut fahren kann. Aber hier bei diesem Spiel tue ich mich exakt noch richtig schwer, muss ich sagen. Ich kann das einfach noch nicht so richtig einschätzen, wie schnell ich in die Kurven gehen kann und wann ich bremsen muss. Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play For the Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wir sind hier stehen geblieben beim Audi Sport Quattro und haben hier eine entsprechende Lackierung, die einer Legende nachsagt, nämlich dem Walter Röhrl. Ja, für mich absolut im Motorsportbereich einer der größten, wenn nicht sogar der größte Rennfahrer. Und ich würde sagen, ja, versuchen wir dem ein wenig gerecht zu werden. Natürlich kann ich das nicht, aber einfach so ein bisschen so als Prestige. Und weil wir hier diesen Audi Sport Quattro haben, versuchen wir das doch einfach zu tun. Aber zuerst müssen wir das Auto ein bisschen aufmutzen. Ich meine, wenn wir überlegen, wir fahren hier in der Kategorie Gruppen B Monster, aber wir haben ja noch nicht mal die Leistung des Gruppen B Fahrzeugs. Die hatten ja damals um die 500 PS, was ja damals auf diese Leichtbau, muss man ja schon sagen, damals waren die Autos noch deutlich leichter. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir diese 500 PS da irgendwie auch reingebaut bekommen. Gehen wir jetzt erstmal auf die Upgrades und dann, ja, machen wir mal individuelles Upgrade. Müssen wir erstmal gucken, was kann man denn da überhaupt machen? Wir können natürlich einen anderen Motor reinmachen, aber ich würde sagen, da lassen wir natürlich diesen Standardmotor, der drin ist. Ich glaube nicht, dass ein V10-Motor da drin war. Antrieb werden wir natürlich auch nicht wechseln, also wir werden jetzt nicht auf Heckantrieb gehen. So ein Quatsch, das muss natürlich ein Allrad sein, der Sport Quattro. So, was haben wir denn an der Optik? Da können wir wahrscheinlich nur die Forza-Flügel und so montieren, ne? Aber ja, sollen wir das sogar tun? Ich weiß nicht, so ein bisschen Rennoptik würde ja nicht schaden, ne? Machen wir es einfach mal, auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Aber ich würde sagen, mal ein bisschen Rennoptik, warum nicht? Können ja entsprechend dann die Downforce ein bisschen ändern. Hier kriegt ihr halt diesen Flügel hinten drauf. Wobei, das zerstört schon ein bisschen die Optik, finde ich, oder nicht? Ich weiß es nicht, ne? Der Flügel passt da nicht so richtig. Das ist jetzt halt echt so die Frage, passt der oder passt der nicht? Ich glaube, wir lassen den Standard und machen nur vorne diese Lippe hin. Das muss wohl reichen von der Optik her. So, ja, Reifen, da werden wir, ja, würde ich sagen, Handling ist eigentlich schon ganz gut. Ich würde sagen, ja, machen wir halt einfach mal diese Straßenmischung, ein bisschen besser ist und dann aber halt richtig breite Schlappen drauf. Dann machen wir vorne 275er drauf, das ist schon mal eine ordentliche Breite. Das hat man nicht unbedingt gerade im Straßenverkehr normalerweise und vor allem nicht mit so einem alten Auto. Auch nochmal ein 275er hinten, das heißt vorne wie hinten haben wir hier diese 275er. Felgen sind eigentlich okay. Antrieb, da gucken wir mal, was machen wir da. Da würde ich sagen, da bauen wir auf jeden Fall ein Sportgetriebe ein. So, was haben wir denn dann da? Differential machen wir sowieso rein. Mal gucken, ob wir das noch groß einstellen müssen. Sonst lassen wir das erstmal. Den Antrieb, klar, Bremsen, Rennbremsen müssen einfach rein. Das ist für mich einfach Pflicht. Und Aufhängung, ja, das lassen wir natürlich hoch. Also, weil, ja, einfach Rallye muss ein bisschen höher liegen, meiner Meinung nach. Stabis, machen wir Sportstabis rein. Soll da einfach mal reichen erstmal. So. Ja, und da muss natürlich zur Sicherheit muss da ein Überrollkäfig rein, wenn wir hier so ein Rallye-Monster aufbauen wollen. Aber wir müssen das Ding natürlich auch etwas leichter machen. Wir müssen hier, würde ich sagen, schon ja, ein deutlich leichtes Fahrzeug hinbauen. Machen wir mal 200 Kilo raus. Aber jetzt muss natürlich Leistung rein. Ihr seht, wir haben aktuell 228 kW. Das sind umgerechnet, oh, lass mich rechnen, ein Drittel mehr. Das ist ein Drittel von 200. Ja, so 60. Ja, da sind wir ungefähr bei knapp 300 PS hat das Ding, aber ja, wenn ich so richtig rumrechne, da würde ich dann, ja, da müssen wir dann auf jeden Fall halt nochmal 200 PS drauflegen. Damit wir hier so an diese 500 PS von damals kommen. Da gucken wir doch mal, was wir da denn so einbauen können. Dann würde ich mal sagen, ja, den entsprechenden Turbolader. Machen wir einen größeren Turbolader rein. Wie viel PS kriegen wir denn da dazu? 31 kW. Ja, das heißt 20, was erzähle ich denn da? Ein Drittel mehr von Ding, 40 PS mehr haben wir dann schon mal. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bauen wir einfach mal ein bisschen ein, würde ich sagen. Also ein größerer Turbolader machen wir rein. Dann Hubraum natürlich, mehr Hubraum ist immer gut. Nur würde ich sagen, hier 2,8 Liter Hubraum. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Auch hier nochmal ein bisschen mehr Leistung rein. Ja, wenn wir im Hubraum was machen, dann müssen wir auch entsprechend die Kolben nochmal ein bisschen überarbeiten. Das ist doch ganz klar.
So, und dann möchte ich, dass das Ding ein bisschen länger dreht. Das ist einfach, das mag ich einfach, wenn das Ding richtig lang dreht. Ja, bis 10.000 Umdrehungen drehen ist schon heftig. Aber ich weiß nicht, ich will nicht unbedingt hier über diese 800 kommen. Aber es könnte sein, dass wir das so oder so müssen. Und eigentlich ist es ja egal in der Singleplayer-Veranstaltung, was wir da genau haben. Wobei ich möchte so genau so auf 9.000 Umdrehungen. Hier sind wir leicht über den 9.000, hier sind wir leicht drunter. Ich glaube, wir nehmen einfach mal das hier. Erstmal für die Umdrehungen. Dann möchte ich natürlich, entsprechend muss das Ding ja auch ausatmen und entsprechend auch einatmen können. Deswegen machen wir die Luftfilter und entsprechend auch den Auspuff. Und dann sind wir schon bei 358 kW. Lass mich doch dann mal nochmal schnell rechnen. Nehmen wir nochmal ein Drittel dazu. Das müssten 130 dazu sein, wenn es mich nicht alles täuscht. Dann sind wir bei... Ja, das sind wir fast bei 500. Das heißt, wir machen jetzt einfach, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder 360, das sind dann 120, ist ein Drittel davon, 120 dazu, sind wir bei 480, also wir können noch, würde ich sagen, so 15 kW können wir noch reinhauen, dann gucken wir mal, was wir da sonst noch haben. 10 kW, gucken wir mal, Kraftstoffanlage vielleicht, was macht das, 10 kW, 15 kW, perfekt, dann würde ich sagen, machen wir das. Dann müssten wir jetzt, wenn wir es richtig rumrechnen, dann so ungefähr bei knapp über 500 sein und es würde ja dann ganz gut passen, glaube ich. So, aber wir gehen natürlich noch kurz Autotunen, passen das ein bisschen an, machen wieder, wie gesagt, den Reifendruck etwas nach unten. Jetzt nur den Übersetzung, da müssen wir gucken. Haben ein Fünfganggetriebe drin, ja, ist eigentlich relativ schnell. Ich glaube, das müssen wir da nicht ändern. 2,8 Sekunden ist okay, da können wir nichts ändern leider. Da haben wir ja nicht das Beste eingebaut. Aerodynamik, würde ich sagen. Ja, lassen wir es einfach mal von der Aerodynamik. Wobei, weil wir hinten nichts haben, wo drunter drücken, gehen wir hier ein bisschen auch runter. Bremse lassen wir erstmal, wobei da gehen wir vielleicht ein bisschen so. Den Druck können wir ja erhöhen wir mal etwas. So. Dann hier Differential, ja, da möchte ich ein bisschen weniger haben auf jeden Fall da hinten. Das ist mir ein bisschen zu viel. Die Verteilung, wie ihr seht, haben wir 50-50. Ist, glaube ich, für so ein Rallye-Sport-Quattro auf jeden Fall gut. Kenne mich da jetzt auch nicht perfekt aus, natürlich. Hier auch nochmal natürlich die Anmerkung. Ich bin bei weitem nicht der beste Let's Player oder sowas. Also da habe ich noch genug Selbstkritik. Aber ich habe eine gewisse Einstellung und ich sage, ich möchte natürlich besser werden. Und das Besserwerden geht halt nur, wenn ihr ein bisschen Kritik auch äußert, also natürlich ernst gemeint, wenn es was zu kritisieren gibt, wo ihr sagt, nee, das könntest du ein bisschen besser machen oder das hat mir nicht so gefallen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, ich bin euch da nicht böse, ich finde es super, super. Wenn das ehrliche Kritik ist, dann schreibt es ruhig rein, dann würde ich mich auch freuen und dann versuche ich das auch zu verbessern. Wie gesagt, das ist ja auch so ein Lernprozess für mich, dieses ganze Let's Play-Geschichte. Wenn ich überlege, meine allerersten Let's Plays, die waren natürlich... nicht so super und mittlerweile habe ich mich, finde ich, schon gesteigert und da ist auf jeden Fall noch richtig viel zu steigern. Aber ja, genug der Worte. Ich würde sagen, wir haben jetzt unser B-Monster aufgebaut und hören wir nochmal, wie sich das so anhört jetzt. Ja, ist ganz okay, würde ich sagen. Nehmen wir mal Gas. Ja, das sieht ganz gut an, würde ich sagen. Boah, macht Spaß. So, auf den ersten Metern. So, und ich würde sagen, aber verlieren wir keine Zeit. Ich würde sagen, Anna. Oh, es fängt ja auch noch an zu regnen. Das ist ja richtiges Dreckwetter, kommt jetzt hier an den Start. So, ja, Anna hört wieder nicht. Anna. 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 Jetzt. Autotour fortsetzen. Autotour fortsetzen. Okay. Yeah. Die Route zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung wird errechnet. Ah, das ist ja hier schon um die Ecke. So, Veranstaltung beitreten. Ja, wunderbar. Machen wir doch. Bin ich mal gespannt, was wir da erleben werden. So, ja. Grube B-Monster. Da bin ich mal echt gespannt, wie wir so im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden werden. Da sehen wir, ist auch nochmal ein Audi dabei. Natürlich Lancias sind dabei. Also, die übelsten Dinger. Hier, Startaufstellung gucken wir natürlich an. Audi Sport Quattro, Lancia Delta S4, Ford RS200, auch richtig stark unterwegs. Ja, ich bin mal gespannt. Also von der Linie her sehen wir, sind alle recht ausgeglichen. Daran sollte es nicht scheitern. Aber ja, jetzt probieren wir einfach mal unser Bestes. Ich würde sagen, starten wir das Ganze. Und ich guck mal, wie es läuft.
Wie gesagt, ich tue mich mit den Arcade-Spielen etwas schwer, aber ich versuche mich natürlich auch zu verbessern und mich anzustrengen. Oh, jetzt habe ich abgewürgt. Natürlich, da will ich mich verbessern und verkacke gleich mal den Start. So, wir fahren wieder von Punkt A zu Punkt B. Boah, mit den Gruppe B-Monstern. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Oh, da müssen wir schon kräftig am Lenkrad hin und her wippen, damit wir das Auto hier ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Trotz Allrad müssen wir erstmal dieses Leichtgewicht hier entsprechend um die Kurven kriegen. Uiuiui. Ich weiß halt noch nicht so genau, wie schnell dieses Auto hier um die Kurven gehen kann. Das ist immer noch so ein bisschen Experimentierphase für mich. Ich fahre hier auch fast jede Folge ein anderes Auto. Das ist halt dann auch immer so eine Sache. So, dann versuchen wir hier mal ein bisschen zu shortcutten. Uiuiui. Aber das war, glaube ich, nicht so schlau. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, mehr Zeit verloren. So, ich gehe jetzt wieder mal in die Außensicht. Das ist irgendwie besser. Ja, zu Ehren von Walter Röhrl fahre ich hier einen riesen Schluss zusammen. Also das hätte er auf jeden Fall schon 1000 Mal besser gemacht und wäre wahrscheinlich schon längst auf Position 1. Deswegen muss ich jetzt mal hier richtig pushen, würde ich sagen. So geht es nämlich nicht. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich kann tatsächlich, also wenn ihr mir zuschaut, ich weiß, Leute, ihr denkt auch, oh mein Gott, was fährt der Rave hier eine Scheiße zusammen, aber die Leute, die von mir Forza Motorsport 5 verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich ganz gut fahren kann. Aber hier bei diesem Spiel tue ich mich exakt noch richtig schwer, muss ich sagen. Ich kann das einfach noch nicht so richtig einschätzen, wie schnell ich in die Kurven gehen kann und wann ich bremsen muss. Ist es halt, ja, fernab von der Realität. Aber naja, jetzt gucken wir mal. Das kriegen wir schon noch auf die Reihe. Ich übe auf jeden Fall noch. So, jetzt haben wir uns müssen mal ein bisschen vorkämpft, aber müssen noch mächtig pushen. Waren hier natürlich auch gegen sehr, sehr starke drei Vatare, muss man auch mal dazu sagen. Haben jetzt hier nicht die leichteste Konkurrenz. So, wir drehen hier bis fast 9000. Also kurz vor 9000 müssen wir hochschalten, aber so ist es eigentlich perfekt. Ich liebe Autos, die so hoch drehen. Das ist Hammer, aber oh, jetzt sind wir richtig weit hinten. Ich glaube nicht, dass wir da noch eine Top-Platzierung kommen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Aber wie gesagt, ich muss mich auch ein bisschen immer auf die Autos erst eingrooven. Ich habe schon wieder so eine Kacke gefahren. Ich habe tatsächlich ja jede Folge ein anderes Auto. Das macht es nicht leichter. So, jetzt probieren wir es nochmal hier vielleicht noch einzukriegen. Ah, da bricht es aus, Auto nochmal aus. Ah, das war schon wieder nichts. Also, ich tue mich echt schwer, muss ich echt sagen. Ich bin auch echt unzufrieden mit. Starten wir es nochmal neu. Wurde ja auch schon in den Kommentaren, ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder sowas, hat auch einer gemeint, dass ja diverse andere Leute, beziehungsweise ein Name speziell genannt hier, der Michel von P1TV, ist einfach besser unterwegs. Und klar, das glaube ich auch. Ist auch so. Und muss ich auch sagen, er hat auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht. Vor allem auch dieses Let's Play und Fahren gleichzeitig. Das ist halt, finde ich, immer noch eine riesen Hürde für mich einfach, das beides gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Bei Forza 5 habe ich es mittlerweile ganz gut im Griff. Hier ist es noch für mich so ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber wie gesagt, ich bemühe mich und wie gesagt, mit eurer Hilfe kann ich da auch noch besser werden. Wie gesagt, äußert einfach da ernst gemeinte Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Ich werde mich versuchen, da immer wieder zu verbessern, ganz klar. Aber jetzt konzentrieren wir uns einfach mal auf das Rennen und gucken wir mal, ob wir das jetzt Walter Röhrl technisch irgendwie hinkriegen. Ich werde jetzt hier ständig hier von diesem Lancia geblockt. Aber ich glaube, die ersten Kurven haben wir jetzt schon besser hingekriegt. Ja, ich glaube, ich darf nicht zu krass in die Kurven fahren. Also ich glaube, ich sollte einfach mal so fahren, wie wenn es Forza 5 wäre vielleicht. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, die beste Option, hier gut durchzukommen. Weil ich glaube, ich habe im Hinterkopf einfach immer als Arcade-Spiel, komm, wirf das Auto einfach mal total übertrieben in die Kurven. Ich glaube, das ist nicht so die beste Idee. So, nutzen wir ein bisschen das Gelände, wenn wir schon hier so ein Geländefahrzeug haben. So. Ja, und so sind wir Platz 1. Gut, ich kenne jetzt auch die Strecke ein bisschen besser. Aber tatsächlich glaube ich, ich muss im Kopf tatsächlich so ein bisschen auf Forza 5 umschalten. Dann geht es. Ich habe noch immer Angst, dass die Konkurrenz dann irgendwie schneller durch die Kurven kommt und ich irgendwie total langsam bin. So. Egal, probieren wir es einfach mal, versuchen wir das Ganze zu halten. Schalten nochmal in die Cockpit-Sicht. Also ihr seht, von hinten im Rückspiegel, die machen da schon mächtig Druck. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen. So, nach vorne wird es jetzt richtig eng. Da muss ich auch rechtzeitig auf die Bremse. So, hier kann man ein bisschen Offroad gehen.
Aber schon ein geiles Auto, dieser alte Sportquattro. Auf jeden Fall hammergeil. Und wir haben ja zum Glück einen Überrollkäfig, das heißt, bei meiner wilden Fahrt, dann kann ich mich auch überschlagen, ohne dass ich gleich daran sterben muss. Alles zur meinen Sicherheit. So, ja, sieht doch schon alles viel besser aus. Findet ihr nie auch? Vielleicht sollte ich tatsächlich mehr so fahren, wie ich es in Forza 5 war. Ich meine, ist ja auch dieselbe Engine, nur dass man hier ein bisschen mehr Grip eigentlich hat. Und lasse ich das mal einfach außer Acht. Dann könnte ich vielleicht sogar an meine Leistung in Forza rankommen. Wäre ja nicht schlecht. Ja, jetzt sagt er, ich habe das ganze Rennen kontrolliert, aber dass es mein zweiter Versuch war, das hat er natürlich nicht mitgekriegt, zum Glück. So, ja, kriegen 20 Punkte, setzen das Ganze fort natürlich. Kriegen ein bisschen Credits, nehmen wir mit. Kann man zum Glück überspringen, nicht so wie in Forza 5, wo wir hier echt lange brauchen. Kriegen jetzt hier auch nochmal eine Stufe 19 mittlerweile, das ist auch nicht schlecht. 17 Siege haben wir schon mittlerweile eingefahren. Das sieht ja alles sehr, sehr gut aus. Auf dem ersten Platz verbrachte Zeit, ja, fast 27 Minuten, das ist doch auch eine nette Anzahl. Gesamteinnahmen 2,6 Millionen. Ja, ist nicht wenig, ne, würde ich sagen. So, bevor wir aber zum nächsten Rennen springen, fahre ich mal kurz rechts ran natürlich. Und da gucken wir doch einfach mal kurz im Menü. Und zwar, da haben wir ganz schön viele oben stehen. Social, da gucken wir doch mal. Nachrichtenzentrale, was haben wir denn da? Tägliche Auszahlung. Ja, unser Treibertar ist mal wieder 192 Rennen gefahren. Mein lieber Gott, hat 34.200 Credits mitgenommen. Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Und Designbelohnung, ja, haben wir immer noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen ein paar mehr Designs vertickern. So, was haben wir denn hier noch? Community-Neuigkeiten. Ja, lesen wir doch mal. Was steht denn da? Ja, eigentlich nichts Neues. Das ist nur, dass es die App gibt. Mehr steht hier nicht. Okay, und hier Forza-Belohnung war auch markiert. Gehen wir nochmal drauf. Forza Hub. Kennen wir ja schon, diese neue App. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob es da wirklich neue Belohnungen gibt. Eigentlich ja nicht, ne? Also ich habe ja eigentlich alle abgeholt. Soviel ich weiß. Für diesen Monat. Ja, hier steht es auch schon. Das Mobile One Car Pack ist das erste DLC rausgekommen. Gute Einleitung eigentlich dafür. Sechs neue Autos, unter anderem diesen F-Type von Jaguar ist mit dabei und den werden wir sicherlich auch mal auspacken. Definitiv, der ist nämlich echt cool. Hier steht so, neue Belohnungen folgen in Kürze. Hier haben wir nichts Neues. Ja, also haben wir nichts Neues, ja, auf jeden Fall. Willkommen. Können wir das hier vielleicht auch angucken? Ja, tatsächlich, da öffnet sich was. Da können wir ein Video angucken. Ja, wunderbar. Gucken wir auf YouTube jetzt ein YouTube-Video an. Geht es? Machen wir mal. Ja, scheint zu gehen. Bin ich mal gespannt. Da lädt es jetzt. Ich hoffe, die Qualität ist dann gut. Also hier auf dem PC sieht es gut aus. Dann gucken wir doch mal, was denn das neue CarPack so kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich muss jetzt ein bisschen überlabern, weil ich weiß ja nicht, wie die GEMA so reagiert. Ja, mal. Ja, ab dem 7. Oktober, da haben wir natürlich auf jeden Fall schon vorbei. Und jetzt ist es hier extrem laut, meine lieben Freunde. Ja, wir haben hier einen Jeep neuen, einen Jeep Grunge Cherokee. Dann haben wir einen BMW, einen alten M6, M5 müsste sein, genau, von 88. Dann haben wir hier irgendwie, keine Ahnung was, ein ganz alter Maserati, 300S, ja, auch richtig geil. Dann den Sport Clio sehen wir hier, auch richtig starkes Auto von 2013. Und dann haben wir hier, wie schon angesprochen, den neuen F-Type, 2015er F-Type RQP, richtig geil. Und dann haben wir noch einen alten Scirocco von Volkswagen, den nehmen wir natürlich auch gerne mit. 6 Autos insgesamt, die haben wir alle. Wie gesagt, ich habe ja den Season Pass extra auch für das Let's Play geholt, dass wir hier die volle Power von Horizon mitnehmen können. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir aber hier zurück. Hier gehen wir auch zurück. Und jetzt will ich eigentlich zurück ins Spiel. Jawohl. Klappt alles wunderbar. Finde ich super, alles integriert im Spiel, diese Apps. Und dann können wir jetzt hier weitermachen. Rivalen möchten wir nicht machen. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Rivalempfehlung. Ja, man soll mit dem R-Type fahren. Ja, will ich aber nicht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir Fortschritt, da haben wir noch ein bisschen was. Jawohl, Wheelspin, 3 Stück, die machen wir doch mal schnell. Vielleicht gewinnen wir ja auch irgendwas, wäre ja nicht so schlecht. So, gucken wir mal. Ja, gut, 12.000 plus VIP-Bonus, 24.000 nehmen wir mit. Und was haben wir da? Boah, ein Lamborghini Countach LP 5000. Ja, richtig geil. Plus nochmal der Wert des Fahrzeugs, also 150.000. Also richtig geiles Auto. Auf jeden Fall ein alter Lambo. Glückwunsch, du hast den Top-Bargeldpreis abgeräumt. Ja, würde ich auch sagen. Warum also. Du dir nicht im Autosalon was dafür? Und den Ferrari Dino 256 GT. Das ist natürlich auch ein richtig geiles Ding. Plus nochmal 60.000 Credits. Also wir kriegen gerade momentan genug Autos und Credits. Können wir uns nicht beschweren. Am Anfang lief es ja nicht so toll, aber jetzt läuft's. Jetzt muss man gerade mal gucken. Irgendwo kann man doch machen, dass man bessere
Wheelspin, genau, das ist hier. Das heißt, ich würde sagen, machen wir hier, wählen wir hier was aus, aber wir haben zu wenige Fähigkeiten. Wir brauchen hier 3 Stück, hier brauchen wir sogar 5. Also sparen wir mal ein bisschen, würde ich sagen. Dann gehen wir als erstes mal in die Ecke. Und würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wir wollen ja, wie gesagt, nach dem, ja, der Legende von Walder Röhrl ein bisschen nachjagen. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Hier ist noch ein Rennen. Fahren wir da noch schnell hin. So. Da haben wir einen Profi-Driver, der auch mit dem Audi Sport Quattro unterwegs ist, glaube ich, oder? Würde ich sagen, machen wir da mal ein Rennen gegen den. Gucken wir mal, wer der beste Sport Quattro-Fahrer ist, meine lieben Freunde. Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn nicht mehr gesehen. So, hochschalten müssen wir natürlich. So, jetzt gucken wir mal, wer hier pushen kann. Erstmal vor ihn kommen oder an ihn rankommen, das ist schon mal sicher. In 400 Metern nach rechts abbiegen. 400 Meter nach rechts abbiegen. Also die biegen da schon vor ab. So, ich kürze ein bisschen ab. Das sollte ja erlaubt sein, meine lieben Freunde. Hier ist eine Leitplanke, die halten uns ein bisschen auf. Wieso muss ich jetzt wenden? Nö, ich wende nicht. Ich gebe Vollgas. Ja. Wollen mich doch nicht um meinen Sieg bringen, meine liebe Anna. So geht's nicht. So, 5. Gang. Wir sind schon in der Top-Speed. Und das war natürlich richtig schlecht. Jetzt habe ich das Auto hier ein bisschen geschrottet. Jetzt muss ich aufpassen, dass der nicht gleich schon wieder kommt von hinten. Ich sehe ihn aktuell nicht. Das ist so ein bisschen der Verkehr. Da habe ich immer so ein bisschen noch meine Probleme. Das muss ich auch ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, es gibt viele Baustellen bei mir noch sozusagen im Let's Play und auch vom Fahren her. Ja, geil. Was soll jetzt der Scheiß? Ja, toll. Und der zieht jetzt an mir vorbei. Ne, der baut auch einen Unfall da hinten. Glück gehabt. Alter, richtiger Unfall im Stadtverkehr. Aber haben wir es geschafft, haben wir die Ehre bewahrt. Schwierigkeitsbewertung der Rennfahrer, bevor sie sie herausfordern. Ja, passt schon. Je höher die, ja, das ist klar. Also der erzählt jetzt nur, dass die Schwierigkeit der Treibertare unterschiedlich ist. Und somit haben wir unterschiedliche Schwierigkeit. Profi-Treibertar haben wir geschlagen. Und jetzt wollen wir hier natürlich umkehren. Und jetzt ist das Auto hier so ein bisschen demoliert. Aber da hat auch ein lieber Abonnent von mir mir einen Tipp gegeben. Und ich soll einfach in den Fotomodus gehen. Und da kann man den Schaden einfach zurücksetzen anscheinend. Ja, hier ist es. Schaden zurücksetzen. Ach komm, das sieht cool aus. Machen wir mal einfach ein Foto, oder? Dann haben wir mal hier ein Foto gemacht. So, sieht doch irgendwie ganz cool aus. Machen wir so, drehen das noch ein bisschen. So, ja, ihr merkt schon. Ja, komm, gib's mir. Geiles Foto. Komm, gib mir das geile Foto. So ein bisschen hier noch so. Ein bisschen schärfer stellen und Foto machen. Bam. Und dann kriegen wir auch für den Sport Quattro natürlich ein bisschen Geld, weil wir müssen ja alle Autos fotografieren. Finde ich auch eine geile Sache, was sie hier hinzugefügt haben. Und das machen wir doch ganz gerne. So, speichern. Ja, speichern wir einfach mal. Wunderbar. Verlieren wir doch keine Zeit dabei. So, ja, nee, möchte ich nicht öffentlich teilen. Ich würde sagen, setzen wir das Ganze fort. Und ja, jetzt genau. Die Anna sagt uns ja schon, wo es hingeht. Und tatsächlich, der Schaden ist weg. Also wir sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir haben hier noch mehr als genug zu tun. Ja, in dieser Folge wollen wir natürlich hier die Gruppe B-Monster etwas voranbringen. Wir kriegen jetzt auch einen Erfolg um die Ehre. Aha. Na, wunderbar. So, mal gucken. Guckmaster, sein Treibertar ist da vorne auch unterwegs. Uiuiui. Ja, ihr merkt schon, es ist noch nicht so meins hier alles. Aber ich versuche es ja, mich zu verbessern. So, hier haben wir eine A-Klasse. Die überholen wir mal schnell. Komm, lass mich mal vorbei. Ja, wir sind ja auch auf europäischen Straßen unterwegs. Nicht so wie bei Horizon 1, ne? Da waren die Straßen noch ein bisschen breiter. Amerikanische Straßen, hier haben wir europäische Straße. Ihr seht, da gibt es mal ganz schnell viele Unfälle. Ist auch viel Verkehr unterwegs, muss man sagen. Viele Treibertare, viele sonstige KI-Fahrer. Jetzt gehen wir doch mal nach vorne. Wenn möglich, bitte wenden. Nein, ich wende nicht. Meine Güte, ey. Hey Horizon, hier ist Scott auf Base Arena. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Und was für ein Morgen. Seht euch den wolkenlosen blauen Himmel an. Atmet die frische Mittelmeerluft tief ein. Die kriegen mich nicht wieder nach Hause. Niemals. Und jetzt Musik. Ja, nö, also mich kriegen sie auch nicht nach Hause, weil hier ist es einfach alles viel zu geil. So, lass mich mal vorbei hier, mein Freund. Wir haben nämlich hier noch ein Rennen zu fahren in der Folge. Ich wollte heute eigentlich alle Rennen fahren, aber ihr seht, da, das ist halt Horizon hier. Da macht man einfach, da nimmt man sich was vor, aber dann sieht man halt auch andere Dinge. Man macht halt andere Dinge. So.
Sehr erfahrener Drei-Vatar. Nein, wir fahren jetzt nicht nochmal in Drei-Vatar-Rennen und sagen, wir gehen jetzt zum Rennen und wollen dann ein bisschen pushen. Uiuiui. Uiuiuiui. So. Ja, und dann machen wir unser nächstes Rennen hier bei den Gruppen-B-Monstern. Und wir fahren ein Geländerennen. Ja, da müsste ja der Sportquattro zu Hause sein. Hier ein bisschen im Gelände, wobei auf dem Schotter wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber was soll's, ich würde sagen, starten wir das Ganze. Gucken wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, ich versuche so gut wie möglich zu fahren. Ja, irgendwie am Start, den verkacke ich noch. Also irgendwie, da ist auch die Zeit zu kurz. Man kann kaum hochdrehen, um entsprechend den Motor hochzukriegen. Muss ich noch ein bisschen üben, dass ich da ein perfekteres Timing hinkriege. So, jetzt geht's hier ein bisschen Offroad. Hätten wir jetzt auch über die Straße fahren können, oder? Ach, was soll's. So, ich fahre jetzt mir einfach hier entlang. Sollte auch okay sein. So, jetzt kommt hier entsprechend die Kurve. Leichte Berührung. Uiuiui. Und da heben wir ein bisschen ab. Boah, da überschlägt sich sogar einer. Und wir müssen natürlich exakt da reinfliegen. Und der schiebt uns noch an. Das ist natürlich auch nicht so nett. Also das war jetzt natürlich super ungünstig, aber da konnten wir jetzt auch nicht viel machen. So, jetzt hier in dieser Abendsonne entgegenfahren wir jetzt. Dann noch uns dazwischen reindrücken. Ja, überall Verkehr, das ist furchtbar und ich muss dann natürlich auf jeden auch noch drauf fahren. So. So, müssen wir hier uns vorbeidrücken. Sind schon mal auf Platz 4, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber hier. So, da oben können wir noch langfahren. Dann müssen wir langfahren, besser gesagt. Der Weg ist ja vorgegeben. So, ja, da rutschen wir ein bisschen. Klar, ist ja auch im Gelände. Wow. Nein, 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 nein. Nein, ich habe einen Kontrollpunkt verpasst. Das gibt's doch nicht. Verdammte Scheiße, ey. Ich hasse es langsam. Diese Geländerrennen sind furchtbar. Können wir gerade neu starten. Es will einfach nicht klappen, meine lieben Freunde. Das gibt's nicht. Frustriert mich genauso. Das ist einfach nicht das, was ich eigentlich hier fahren will, ganz ehrlich. Und ihr denkt auch wahrscheinlich, was für ein bescheuerter Idiot. Der kriegt einfach gar nichts auf die Reihe. Ja, und so fühle ich mich auch, meine lieben Freunde. Ich krieg hier echt nichts auf die Reihe. Das ist echt furchtbar. So, ich krieg den Start nicht hin. Das gibt's doch nicht. Das will ich jetzt nochmal probieren. Also jetzt kommen, wenn jetzt alles schief geht, dann können wir jetzt am Ende auch aller Scheiß nochmal probieren. So, jetzt, ich drücke jetzt, ich muss doch einfach nur hochdrehen und dann geht's ab, die Post. Nö, will er nicht. Also der fällt sofort nach unten in den Drehzahlbereich. Normal dreht man so, keine Ahnung, bei 9000 Umdrehungen drehe ich vielleicht so bis 6000 normal, vielleicht 6,5. Und dann drücke ich durch, aber nö, will er nicht. Der fällt sofort auf 1000 Umdrehungen zurück. Das ist ein Witz eigentlich. Also das liegt doch nicht an mir, das liegt doch am Spiel. Und das ist bei jedem Fahrzeug so. Jetzt mache ich mal richtig wie so ein Vollidiot, gebe einfach Vollgas. Immer voll den Drehzahlbegrenzer, mal gucken, was dann passiert. Ja, ist auch nicht besser, ne? Jetzt pass auf, ich probiere noch was anderes aus. Wie gesagt, meine lieben Freunde, jetzt ist die Folge sowieso schon am Arsch. Jetzt machen wir sie ganz am Arsch. Jetzt, ich weiß auch nicht. So, wir machen mal die Übersetzung ein bisschen länger, würde ich sagen. Weil wir haben gesehen, wir sind relativ schnell im fünften Gang. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier auf 3,0. 3,0 ist gut, oder würde ich sagen. So, ja, jetzt verlieren wir ein bisschen Beschleunigung, kommen aber an die 300 angeblich ran. Gucken wir mal, ob das vielleicht nicht besser ist für den Start. So, jetzt probieren wir es aber nochmal. Ich bin mir mal gespannt. Wenn es jetzt wieder runter sackt, dann soll es mich am Arsch lenken. Ja, ist das Gleiche, also keine Ahnung, das liegt wohl irgendwie am Spiel oder am Auto. Das ist nämlich total komisch. Normal dürfte es niemals so runter sacken. Ich gehe ja nicht vom Gas oder so in dem Moment. Also es ist einfach nur ein großer, großer Witz. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen, fahren jetzt am Schluss einfach mal ein bisschen besser und dann klappt es schon. So, ja, hier werden wir schon wieder regelrecht eingekeilt. Also da dockt dann quasi ein anderes Fahrzeug an und dann kommt das andere Fahrzeug von vorne, bremst und dann sind wir hier irgendwie so eingekeilt. Finde ich ein bisschen scheiße, aber müssen wir halt auch durch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht überschlagen, so wie der eine vorhin. So. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier lang.
Und nebendran ist eine Straße, aber wir müssen durchs Gelände fahren. Ja, und der drückt uns hier nach rechts außen. Und die drei Vatare, ja, die haben uns alle zum Kuscheln gerne. Das ist schon mal, die stehen auf jeden Fall fest. Liebe Freunde, lasst mich dreimal in Ruhe. Ich will doch auch mal einfach meinen Spaß hier haben. Mit dem geilen Sport Quattro. Mein, ja, das gibt's doch nicht. So, boah, da drücken sie uns. Ja, kann hier einfach nicht gut fahren, ne? Und jetzt bin ich hier wieder mitten im Wald, fahre gegen den Baum natürlich. Und wisst ihr was, meine lieben Freunde? Es ist mir einfach zu blöd jetzt. Ich beende die Folge. Ich würde sagen, wir starten einfach einen neuen Versuch in der nächsten Folge. Ziehen das richtig durch mit dem Sport Quattro. Und ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen in dieser Folge. Wenn ihr Kritikpunkte habt oder Verbesserungsvorschläge oder sonst was, könnt ihr es gerne loswerden. Ich würde mich freuen. Ich bin auch immer versucht, mich zu verbessern. Das ist doch ganz klar. Und ich würde sagen, nächste Folge, also eigentlich schon morgen, starten wir den Versuch auf den Spuren nach Val de Roerl, würde ich sagen. Und da starten wir richtig mal an die drei Rennen. Und dann, ja, schlafe ich einfach nochmal drüber, glaube ich, über nach dieser Folge. Und dann geht's richtig vorwärts. Also, bis morgen, bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Tut mir leid, dass es heute echt so ein Chaos wurde. Ja, es ist einfach nicht mein Anspruch. Also, soll es auch nicht sein. Und wie gesagt, wenn es euch dennoch gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben gehen oder ein nettes Kommentar da lassen oder einfach Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr einen Autowunsch habt, gerne das TWIF-Formular ausfüllen. Einfach in der Beschreibung gucken, da steht TWIF, du wählst, ich fahre. Da könnt ihr alle Autos wählen, die ihr gerne sehen wollt. Ich werde es dann irgendwie im Laufe des Let's Plays unterbringen. Am Anfang vielleicht noch nicht so schnell, aber später dann umso mehr, beziehungsweise wahrscheinlich hauptsächlich nur noch diese TWIF-Events. Aber ja, eins nach dem anderen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ciao, ciao, euer Ray.